er ist gut in Form. Er wird sicherlich versuchen, den Ball laufen zu lassen. Selber nicht so viel Risiko angehen. Matzen kommt dann in den Angriff. Na dann viel Spaß. Der erste große Gradmesser. Sehr fokussiert. Domagoj Duvnjak nagelt das Ding an den Pfosten. Und dann der Doppelwechsel beim SC Magdeburg. O'Sullivan bleibt drauf. Und das sind die Entscheidungen. Und Wolf gleich mit der ersten Parade. Johansson, Tempo 1-1. Den Rückzug hat O'Sullivan auch angesprochen. Jetzt kurz 6 gegen 5. Was für ein Wackler. Unglaublich. Serradier und Magnusson, beide Halbpositionen, schon mal ein bisschen offensiv. Zerbe kommt von rechts und geht dann wieder weg. Johansson, klasse durchgesteckt auf Pekeler. War gut gespielt. Punktgenau, genau auf die Reaktion des Abwehrspielers gewartet. Und wieder kommt Gisli Christensen. Boah, mit den Köpfen zusammen. Schiedsrichter lassen es laufen, den Vorteil. Und Busche. So, nochmal hier Einlauf und zurück vom Außen. Und jetzt Duvnjak. Johansson, Übersicht, abgefälscht. Zerbe springt schön aus. Sehen wir jetzt über die Mitte. Wegziehender Kreisläufer, Saugstrup. Immer 1-1 ist Magdeburg. Aus, Matzen kommt. Matzen über die Mitte. Boy, ob sein MVP. Groß und breit. Zehner und Wolf ist da. So, Duvnjak, Matzen, Överby. Ja, das ist gefährlich jetzt für Magdeburg, wenn Lauf bekommt. Hat jetzt schon 3 Tore. Ja, es bringt vom 10, 11 Meter hoch ein Tor. Abwehr offensiver oder was meinst du? Nein, wenn die dann blocken, dann muss Hernandez in die Ecke gehen. Duvnjak, Johansson, auch da ist eine Lücke. Sie kriegen Johansson nicht in den Griff, aber vorher durch die Lücke. Ingi Magnusson zum zweiten Mal. Und Wolf mit der Parade. Johansson und Madsen sind beide drin. Das ist wichtig für Kiel. Diesmal zeigt Andi Wolf was an vorher. Genau darauf reagiert. Madsen! Voll drauf auf Osale, wie du vorhin schon gesagt hast. Diese Aggressivität in der Abwehr, die bei Magdeburg. Ja, ich fand, wenn etwas dann näher halb links, das ist sehr gut gemacht. O'Sullivan durch, Magdeburg ist im Spiel. Wieder besser aus jetzt mit Duvnjak. Novalinius ackert gegen Lagergren, aber der ist nicht zu bremsen. Stark gemacht, zu viel für Mainz gemacht. Das war stark. Madsen. Die verlieren jedes Mal fast jetzt. Hinter dem Rücken spielt er ihn. Und dann gibt es 10 Meter. Ich habe keine Ahnung. Den zweiten, den Andi Wolf abkauft. Das war stark. Gisli Christiansson. Und dann haben wir noch. Und wer kommt jetzt? Einen. Sie geben 7 Meter. Musche. Ne, Zehnder geht. Zehnder geht, ja. Der war ein Eisenach, deshalb wurde auch Torschützenkönig. Ja. Wohl dem, der so eine Alternative hat.
haben ein unglaublich intensives Spiel. Wir haben Tempo. So, das hätte man auch. So. Auch sehr gut, guter Druck, sehr gut gespielt. Überzieher dann gegen die Hand. Marzen guckt und schmeißt das Ding in der Bedrängnis ein. So, jetzt Musche, erstes Magdeburger Abstand in der ersten Hälfte. Jetzt spielt es gut raus, Pettersson. Guter Pass auch hier, Magnusson. Kieler Rückzug gut. Ja. O'Sullivan, ein Wackler. Und Andy Wolf. Das macht auch etwas aus. Frische Köpfe. Dovniak, starker Pass. Super. Starker Pass. Zwei Wechsel geschafft. Ist schon in die Abwehr. Auf die Seite. Madsen kommt hier raus. Kriegt ein bisschen Pause. Nikola Portner. Breite Halbposition. Johansson. Madsen geht da durch. Sehr gut. Gute Sperre auch. Passivzeichen da. Zehnder. Jetzt ja. Saugstrup. In der Bedrängnis und Andy Wolf. Sagt Bescheid, was man. So, und da war Oma Ingi Magnusson davor. Hat schon gelauert. Und holt sich nicht die Belohnung ab. Andy Wolf ist da. Und schlau zieht er schon mal bei Dovniak. Übergang, damit er ihn tief kriegt. Madsen, er ist der Mann der zweiten Hälfte. Magdeburg. So, Lagergren. So, und jetzt Erlösung. Aber dann müssen die auch auf Gas gehen. Matthias Musche. So. So, das gibt die Meter. Erik Johansson, Musche. Bleibt bei 100%. Müssen nach Berlin und dann haben sie das Derby zu Hause. Ja. Nee, Quatsch, in Flensburg. Ja. Nee, zu Hause, so rum ist richtig. Gut ab. 24-29, der THW Kiel ist der absolut verdiente Sieger.